Da fallen mir zwei Dinge ein, liebe Zuschauer, guten Abend. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit für Schauer geringer als heute. Zum anderen sind bis zu 20 Grad möglich. Wir haben morgen nämlich Zwischenhocheinfluss. Heute Nacht kann es zunächst aber noch Schauer geben. Später ist es aufgelockert und trocken bei 9 bis 7 Grad. Morgen gibt es zeitweise durchziehende Wolkenfelder und ganz vereinzelt Schauer. Zwischendurch haben wir aber auch längere freundliche Phasen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad. So niedrig waren die Temperaturen zum Sommeranfang schon öfter. Trotzdem sind sie für den Sommer an sich niedrig. Doch der Blick in die Zukunft zeigt es. In den nächsten Wochen gehen die Werte langsam wieder nach oben. Dieser Aufwärtstrend setzt voraussichtlich am Donnerstag ein. Da sind bis zu 23 Grad möglich. In den Tagen davor Werte unter 20 Grad und ein Sonne-Wolken-Schauer-Mix, wobei so ein wechselhaftes Wetter durchaus seine Reize hat. Viele Ihre Bilder zeigen ja, wie schön unser Land durch das Wechselspiel von Sonne und Wolken in Szene gesetzt wird. Neuestes Beispiel, die Wulferstädter Bockwindmühle im Lichtkegel der Sonnenstrahlen, fotografiert von Benjamin Witzel. Vielen Dank dafür. Zuschauer, guten Abend. Morgen beginnt der kalendarische Sommer mit Zwischenhocheinfluss. Das bedeutet für uns zweierlei. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit für Schauer geringer als heute, zum Beispiel hier in Leipzig. Zum anderen sind vereinzelt auch bis zu 20 Grad möglich. Das sind 4 Grad mehr, als es am Nachmittag in Bautzen gab. Allerdings ist der Zwischenhocheinfluss mit dem Start in die neue Woche bereits schon wieder vorbei. Heute Nacht zunächst noch Schauer, später ist es aufgelockert und trocken, dazu 9 bis 7 Grad. Morgen gibt es zeitweise durchziehende Wolkenfelder und Richtung Erzgebirge vereinzelt Schauer. Zwischendurch haben wir aber auch längere freundliche Phasen, das alles bei 15 bis 19 Grad. An der Grenze zu Brandenburg sind lokal noch bis zu 20 Grad möglich. So ähnlich die Werte in den nächsten Tagen. Dazu weiterhin Sonne, Wolken und Schauer im Wechsel. Mehr dazu morgen. Tschüss.